Ich bin der kleine Pinselmann, Pinselmann, Pinselmann. Ich bin der kleine Pinselmann. Pinselmann, Pinselmann. Alter, komm ich denn hier raus? Warte. Ach, hier ist eine Leiter, alles klar. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß den PIN nicht. Lot! Ich bin hier eingesperrt. Ist hier irgendjemand in meiner Nähe? Hallo. Hallo. Oh, das kann er jetzt nicht. Der Server ist abgestürzt. Und der Lutz, der hat mich jetzt hier reingetragen, damit ich wieder einloggen kann. Und ich komme. Hallo! Ist hier irgendjemand in meiner Nähe? Lutz, Alter! Lass mich mal raus, ich mal dir sonst den ganzen Keller rot. Hallo! Ob ich, oder? Check! Check, Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Nicht weg, nicht weglaufen, ich bin hier, beim Lutz. Hier. Nee, aber ich weiß, aber der Lutz ist nicht da, weißt du? Ja, das Problem ist. Er kennt den PIN-Code. Ey, das ist so eine Birne, Alter. Das ist unglaublich, ey, ganz ehrlich. Wie im echten Leben. Was du machen kannst, du kannst die Tür kaputt machen und neu einsetzen praktisch, verstehst du? Ja. Wieso ist denn der nicht. Na ja, gut, dann mache ich das. Ich weiß auch nicht. Vorhin war der noch online. Ich habe gerade über Steven gefragt. Nur um ihn zu bestrafen? Oh nein, da ist ja gar keine Farbe drauf. Wartet mal eben. Jo Leute, schön, ich freue mich. Das wird eine super tolle Folge. Bist du im Keller? Ja, ich bin im Keller. Wir werden die ganze Folge im Keller von Lutz verbringen. Das wird lustig. Das wird total lustig, Leute. Ich mal die ganze Folge jetzt Lutz seine Hütte, seinen Keller rot. So? Beam, du musst da keinen PIN haben. Du kannst doch einfach rauskrabbeln mit C. Wieso? Wo ist denn der? Ich seh den gar nicht. Okay, hat sich erledigt. Ich komm raus. Alles cool. Das habe ich ja sofort erkannt. Ach, was wären wir noch ohne die Frauen, oder? Danke, Kalypso. Jetzt bin ich mal wieder. Wir haben Eindringling in der Base. Wir haben Eindringling. Er heißt Nobody. Killt ihn. Er ist in der Base. Rennt hier rum. Ehrlich? Alter, ich mal den. Ja, fallen gelassen. Ja. Ich mal den rot an. Ich mal den Eindringling rot an, Leute. Bring den her zu mir. Ich mal den rot an. Ich bin der Pinselmann. Ist jetzt wirklich. Hi, ist hier wirklich gerade jemand am Raiden oder was? Oder? Ja, hier ist jemand. Die Rifle rausholen? Ich bin verwirrt. Die Rifle raus. Ich hab einen Pinsel, Leute. Keine Sorge, ich mal den rot an. Ja, der Witz verbraucht sich jetzt langsam, ne? Aber egal, ich sag den jetzt trotzdem noch. Jedem, dass ich den. Ne Leute, übrigens, unser Plan ist jetzt ja eigentlich, dass wir erstmal noch schnell eine Höhle machen und ein paar Artefakte sammeln und dann wollten wir diese Spinne beschwören. Aber wenn jetzt hier gerade irgendein Typ hier versucht, Scheiße zu bauen, dann müssen wir aufpassen, weil der kann halt über die Zeit trotzdem einiges kaputt machen. So, okay, ich habe mal eben im Tribe-Chat nachgefragt. Also Lutz ist unterwegs, er scheint zu kommen, der Eindringling ist gerade nicht zu sehen. Der hatte bestimmt Angst vor meinen Pinselborsten. Irgendwie klingt das falsch, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Meine rote Pinselbürsten von dem Pinsel. Hier, der. Das war eigentlich irgendwie komisch. So gut, ich muss mal eben gucken, ob ich mein Mount überhaupt wiederfinde. Also mein Speedy. Hallo? Mein Speedy wiederfinde. Ob der überhaupt noch lebt? Das kann sein, dass der gar nicht mehr lebt mittlerweile. Da müsste ich mir dann irgendwie wieder was ausleihen. Das wäre ein bisschen blöd oder so. Aber es sind ja auch viele, viele Tiere gestorben, weil, wie gesagt, das wurde ja jetzt schon öfters angegriffen. Ich hoffe jetzt ja insgeheim schon drauf, dass es jetzt auch mal passiert, wenn ich online bin. Beziehungsweise auch einloggen kann, irgendwie zu Hause bin und zocken kann und so weiter.
Weil das will ich euch natürlich auch irgendwann mal zeigen, ne, das PvP und alles, und das kann ich euch auch versprechen, wir werden das dann irgendwann auch ganz anders nochmal aufziehen. Also wir haben, das, wir wissen das ja selber, dass jetzt die Base hier, das ist keine PvP-Festung. Ich meine, da sind wir mal ehrlich, über den Flugsaurier und so kommst du halt hier übelst easy rein und kannst das Ding wahrscheinlich auch so, wenn du es gut organisierst, ziemlich leicht raiden. Unser einziger Vorteil ist eigentlich nur, dass wir viele Leute sind. Und auch schon einige Allianzen im Hintergrund, so, das habt ihr nicht mitbekommen, aber so über Teamspeak und so, ohne zu zocken, auch schon ein bisschen so Allianzen abgebildet haben und was abgesprochen haben und so. Dass wir erstmal ein bisschen sicher sind. Dann müssen wir einfach mal gucken, wie wir das dann machen. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch die Idee, dass wir dann irgendwie mal eine Arena bauen, mit anderen Tribes, eine Arena bauen, also wie so Gladiator-mäßig. Und dann machen wir halt so Duelle, oder halt so ein 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, wisst ihr, also abgesprochene Gladiator-Kämpfe sozusagen. So, es ist so krass, ne? Ich rede und ich komme nicht voran. Ich will eigentlich da runter. warte mal, ich nehme jetzt einfach die Leiter. Ich nehme die Leiter, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Nee, also da sind auf jeden Fall Pläne da. Einerseits so ein bisschen organisiertes PvP, wie ich es gerade erklärt habe, mit diesen Gladiator-Kämpfen und so. Ich denke, das ist vielleicht mal eine ganz coole Idee. Das werden wir auf jeden Fall irgendwann mal machen, aber genauso. Unorganisiertes PvP, also im Sinne von, dass man das nicht abspricht, ne? Kann ich mal bitte runter? Dann müssen wir mal gucken, weil an sich dieser ganze Tribe und wie das hier aufgebaut ist, es ist halt eher so PvE-mäßig, ne? Also für PvP müssen wir das alles eigentlich ein bisschen anders machen. Weiß ich noch nicht, ob wir dann irgendwann mal ein Server-Reset machen und dann machen wir irgendwie, okay, es gibt 3 Tribes und jedes Tribe hat irgendwie 40 Leute oder so, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, und dann wirklich von vornherein sagen, Leute, es ist eiskalt PvP, und wir hauen uns wirklich die Köpfe weg, oder wir starten dann irgendwann woanders nochmal ein Lager oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann aufbauen. Also ich kann halt nur sagen, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Projekt hier alles werden. Dieses Spiel. Und das wird auch noch sehr viel PvP dann irgendwann geben. Aber jetzt wäre es halt dumm, PvP zu machen. Zumindest wäre es dumm, PvP im großen Rahmen zu betreiben. Weil wenn wir Stress haben mit einem großen Tribe, und es gibt hier doch einige andere große Tribes, wenn wir mit den Stress bekämen, oder wir würden es uns mit denen verscherzen und so weiter, würden die unsere Basis wahrscheinlich instant platt machen. Und wenn unsere Basis instant platt ist, dann wäre quasi diese ganze Entwicklung von den letzten Folgen für den Arsch. Versteht ihr? Und deswegen halten wir uns erstmal noch zurück, machen erstmal den ganzen anderen Kram und PvP machen wir dann. Zumindest so dieses, auch wirklich Basis wegkloppen und so machen wir dann irgendwann später. So, ich guck halt gerade mir alles noch so ein bisschen an, aber ich meine, da sollte vielleicht auch nicht ganz so viel passieren. Das war auch gerade wichtig, was ich erzählt habe. Das ist vielleicht gar nicht ganz gut, wenn nicht so viel passiert. So gut, Speedy. Da ist Speedy. Eigentlich müssen wir Speedy übelst krass hochleveln können mittlerweile. Wartet mal, weil der ist ja schon ewig hier. Gucken mal. Es gilt dann einfach weiter auf Movement Speed. Und auf Stamina, das ist auch wichtig. Stamina. So, Level 9, das müsste extrem weit nach oben gehen eigentlich noch. So, Level 16. Sag mal, wie hoch kriege ich den denn noch? Hui, nicht abstürzen bitte. So. Alter. So, okay. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Level 40, 260 Movement Speed, 205. Müssen wir mal gucken, ob das okay ist. Ich muss mir sowieso irgendwann mal einen Dino besorgen, der weitaus höher im Level ist. Ich habe das jetzt ja auch kapiert, dass es keinen Sinn macht, sich einen Level 1 Dino zu besorgen. Weil man die ja nur eine gewisse Anzahl hochleveln kann. Und da ist es besser, wenn der Basiswert einfach so schon höher ist, sozusagen. Das ist aber schon schön schnell jetzt. Guck mal. Hier, das ist ganz schön schnell. Und das Stamina, das sieht auch gut aus. Also da kann ich nicht meckern. Und ich dachte schon, ich steck fest. Nee, das ist doch schon ganz schön speedy-mäßig. Nice. So, gut. Dann werde ich mal ganz schnell zum Wasser machen und ein bisschen was trinken können. Bin der kleine Pinselmann.
Ich bin schon am Überlegen, ob ich von dem Surfer das Passwort ändere. Von Palmbaumblatt im Pinselmann. Aber das lasse ich jetzt erstmal lieber. Weil dann bin ich erstmal wieder die ganze Zeit alleine. Das wäre eigentlich ziemlich dämlich. So, ich drücke übrigens gerade nicht schnell rennen, ne? Jetzt drücke ich schnell rennen. Das ist doch ganz witzig. Das ist schon ziemlich speedy-mäßig gerade. Gefällt mir. So, ich muss mal eben noch, ne? Ja. Dumm, dumm. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist eigentlich schon ziemlich geil, wenn man bedenkt, dass wir noch kein PvP gemacht haben in dem Spiel und trotzdem, ich weiß nicht, wie viele Folgen habe ich jetzt schon gemacht, so 60 oder so. Und habe ja mindestens das Dreifache gespielt von dieser Zeit. Also wie gesagt, ich habe ja nicht immer alles rausgehauen. Das ganze gegrindet und so, wisst ihr ja, dass ich das in der Regel immer rauslasse und so. Und trotzdem ist quasi noch einer der wichtigsten Bestandteile des Spiels, nämlich PvP habe ich noch gar nicht gezeigt bisher. Ne? Aber das wird alles noch kommen. Das wird alles noch kommen auf jeden Fall. Also wir werden auch noch einen großen Rahmen PvP machen. Wie gesagt, wir fangen vielleicht erstmal so mit einer Arena an. Das ist eine coole Idee, dass wir irgendwie den anderen Leuten so eine Arena bauen. Das könnte auch ganz interessant werden. Wirklich so ein Gladiator-mäßiges, so ein Kolosseum. Wo man auch mit Zuschauerrängen und so, zumindest war so ein bisschen die Idee gewesen. Wo wir mit den anderen Tribes im... Dann jetzt geht die scheiß Tür nicht auf, oder was? Gehst du bitte auf, sonst male ich dich an. Wobei, die ist ja schon rot. Also ich mach gerade hier 100 Fleisch fertig. Die braten gerade. Ja, weißt du, was ich währenddessen mache? Währenddessen versuche ich mir mal noch eine Fackel herzustellen, ne? Jo. Aber also, guck mal, ich hab jetzt... Speedy, nur auf Speed und Stamina geskillt. Guck mal, wie schnell ich damit bin. Warte mal. Krass, hä? Ganz schön, okay. Ganz schön sehr schnell. Bleib mal kurz stehen. Oh, ich hätte euch beinahe verloren, ey. Ich war schon zwischenzeitlich am Weststrand gewesen. Okay, Leute, man sieht. Warte, bleib mal stehen, ich schau mal das an. Jo, jo, mach's gut, Alter. Tschüss. 216% Movement Speed. Nice. Ich hab halt Stamina noch geskillt und Movement Speed. Speedy, speedy, speedy. Hey, gut, lass mal fertig vor, lass mal losmachen dann. Jo, ich mach mal noch schnell eine Fackel. Das ist so schlecht, ey. Deine ist vielleicht nicht ganz so schnell wie deiner, aber hat dafür mehr Stamina. Ja, wollen wir ein Wettrennen machen? Aber weißt du was, das machen wir irgendwie. Ey, das ist auch eine geile Idee. Ich habe eine Idee, was wir auch mal machen können für eine komplette Folge. Und zwar einmal um die komplette Insel rennen als Wettrennen mit dem Dino. Irgendwie, weißt du? Oder halt irgendwie. Da schneiden sich ja welche ab. Wie bitte? Ja, dann halt von dem westlichsten Punkt zum östlichsten Punkt. Da kann man nicht abkürzen. Idealerweise. Könnte man auch machen, um das zu vereinfachen. Ja, kommt sicher geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee halten würdet. Finde ich gar nicht so schlecht, da hätte ich eigentlich mal Bock drauf. Speedy würde doch gewinnen. Können wir ja mit Wetten abschließen machen und so weiter. Ich weiß es nicht. 100 Fleisch. Für den Gewinner, ich weiß es nicht, kein Plan. So, ich muss aber trotzdem mal ganz schnell die verdammte Fackel, ey, das... Also erstes brauche ich Stein. Soweit bin ich. Nein, das machen wir mal ganz schnell jetzt noch zusammen hier. Also ihr seht schon, wir haben coole Pläne. Einerseits PvP, Gladiator, Dingsbumskämpfe, ordentliches PvP machen wir irgendwann auch noch. Und genau hier, das mit dem Wettrennen ist echt cool. Das ist gerade, das gefällt mir. Grüße. Jo. Reicht doch schon, ich brauche wahrscheinlich noch Holz, ne? Ein kleines bisschen. Holz, 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 Holz. Oh, was war das denn gewesen? So. Wut, 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 wut. Und das ist so schön, mit Eisenwerkzeug zu arbeiten, das geht so wunderbar schnell. Das ist angenehm. Jo, okay. Craftables. Fackel. Cool, habt ihr das gesehen, links unten? Da war gerade Craft All. Das ist neu, der Button. Also ich kannte ihn zumindest noch nicht. Für euch ist es wahrscheinlich voll der alte Hut. Aber mein Hut ist neu. Babum.
So. Okay, Leute, dann wird es erstmal wieder einen kleinen Cut geben, denke ich. Bis zur nächsten interessanten Stelle. Auf der gewohnten Welle. Speedy, 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 speedy. Geht aber schon ganz schön ab, also. Ich find's gut. Und das Stamina, das... aufpassen, aufpassen. Das Stamina sieht eigentlich ganz gut aus, so wie das runtergeht. Da kann man bestimmt Wettrennen mit bestreiten mit dem Vieh. So, ich hoffe, ich komme jetzt rein. Sehr gut. Also Leute, bis... Woo! Oh, ich sehe nichts. Yeah, Alter, wie cool ist das bitte? Was war ein richtiges? Ja, war ein Skin, habe ich gefunden. Nein. Ja, von America Independence Day. Ah, alles klar. Also sau cool, dass sie dann noch sowas einbauen, ey. Auf sowas stehe ich ja total. Also. Ja. Ist allgemein genial, wie sie Updates raushauen und jeden Tag. Cool. Gucken, wie das hier laufen. Ist einfach nice. Also mit dem Feuerwerk, das ist cool gewesen. Und jetzt brennt das ganze Lager ab, Alter. Guck mal. So, das... Ich verzeihe mich. Tschüss. Das war's mit dem Tribe gewesen. Okay, Leute. Na schön. Ich mach mal die Tür noch zu. Sorry, tut mir leid. Mal sehen. Ah, jetzt. Wunderbar. Nein, 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 nein. Nein.